Neue Folge Shadow Tactics. Viele sind nicht mehr übrig in diesem Level. Unser Gefängnisausbruch ist fast geglückt. Dummerweise hockt hier hinten immer noch Mugen neben der Leiche des Sohns des Shoguns, also neben der Leiche des Prinzen, und er fühlt sich dafür verantwortlich. Nicht mega zu Unrecht jetzt, also ist schon... Der gute Mann hat schon was damit zu tun, sagen wir es mal so. Aber ich meine, er wollte halt seine Freunde retten und da muss man nun mal auch Opfer bringen. Auch Opfer wie den Sohn des Shoguns. Sein Opfer, was typischerweise gebracht werden muss. Von Menschen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir von hier aus ihn... Können wir nicht von hier aus erledigen. Achso, muss ich ja eigentlich gar nicht. Ich habe ja auch noch den Takuma, der ist ja hier auch noch irgendwo. Der könnte ja jetzt auch einfach mal sich irgendwie hier hinstellen und auf den Samurai schießen. So, das ist dann schon mal eingeplant. Yuki sitzt hier irgendwo. Das heißt, die kann doch eigentlich sich hinter den Typen hier stellen. Und den killen. Und Hayato. Der kann doch eigentlich sich hinter den Typen hier stellen. Und den abknallen. Wie wär's damit? Machen wir das so? Cool. So, dann, zack. Dann muss ich jetzt eigentlich nur noch sie nehmen, damit ihr hinrennt mit Aiko und den Typen killen. Let's go. Problem gelöst. In unter 2 Minuten. Super. Gut, dann schnappen wir uns jetzt mal alle unsere Leute. Here we go. Juhu. Here we go. Takuma brauchen wir noch. Der hockt da. Sehr gut. Hayato hockt da. So. Und jetzt auf zum Mugen. So, dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir ihn überzeugt bekommen. Dass er nicht alleine schuld ist an der ganzen Sache. You are all still alive. My love, what happened to the Shogun's son? Did Nobuhiro kill him? His son did it. Ah, so much darkness. We'll make him pay for this. Come with us. I can accompany you no longer. Mugen. I have failed Ryunosuke. I have failed my Shogun. Now I must beg your forgiveness as well. What is he talking about? Oh, when a samurai has been shamed, he thinks he has to... What? No! Master Samurai! Yuki-chan! No! No, we can't let him! I don't want him to die! We feel the same, Yuki-chan. But don't you see? To die like a samurai, it is the only thing left to him. We must show our respect, for we can do nothing else. Do you wish me to join you? My love, I would be honored, but they need you most of all. Then let me make you one final gift. A secret, meant only for you. Something ends, something begins. It is as it should be. Farewell, my love. The time has come. Tu's nicht. Nein. Hayato-san. What you said, I'm glad we met. It was an honor fighting by your side. Likewise, Hayato-san. Farewell. No, Mugen-sama! Yuki. No. Falling ill. On a journey, my dreams go wandering over withered fields.
Oh Mann, krass, ey. Die haben das echt durchgezogen. Wow. Ich bin ein bisschen sprachlos. Death has found him. Let us leave. We are not safe yet. Let us leave this place. Okay. Ja, krass. Ich speichere mal kurz. Das war heftig. Also ich meine, ich hatte irgendwie nicht erwartet, dass sie einen der Hauptcharaktere killen. Bei so einem Spiel, wo es aufs Ensemble ankommt. Vor allen Dingen, wo man ja auch irgendwie... Onward, if we must. Wo man ja auch sagen muss, dass die... Dass das Spiel ja auch darauf basiert, auf der Kombination der Fähigkeiten rein spielmechanisch, ganz abhängig, unabhängig davon, wie die Charaktere zusammenspielen und wie sie zusammengehören. Ist es natürlich auch einfach krass zu sagen, hier, guck mal, wir streichen euch jetzt mal ein Fünftel eurer spielmechanischen Möglichkeiten. Work in harmony. Das ist schon heftig. Also, ich bin auch echt gespannt, wie sie damit jetzt umgehen, weil wir hatten ja jetzt noch nicht so richtig viele Missionen, wo wir alle Charaktere auf einmal gespielt haben und es wird auch nicht viele geben mehr. Wie auch. So. Ich dachte mir, ich lenke jetzt mal mit ihrer Verkleidung und ihrem Mega-Gesprächsskills den Typen da ab. Yes. Another question, if I may. Und probier mal, die beiden Typen hier jetzt auszuschalten mit meinen beiden Taijutsu. Ultra geilen Ninjas. So. Zack. Zack, Problem gelöst. Und sie kann ja jetzt im Endeffekt den hier auch still und leise. Hallo. Ich hasse es immer, wenn sich das nicht. Wenn die Kamera nicht mitspielt. So. Okay, jetzt muss ich Yuki noch ihre Pfeife zurückholen. Yes! Sehr gut, damit haben wir ein Stückchen Ausstattung mehr. Was irgendwie nicht so richtig viel daran ändert, dass Mugen tot ist. So, gucken wir doch mal, wie es weiter... Moment mal. Ich check jetzt erst, dass das ja hier der Level ist, wo wir schon mal waren. Ja, logisch. Ist ja geil. Hier über die Brücke sind wir doch schon mal rüber und so. Das, die ganze Ecke, die kennen wir doch schon aus einem der ganz frühen Level. Vielleicht der vierte Level oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Eine der ersten Missionen war genau hier. Und da sind wir aber von hier unten gekommen. Und jetzt müssen wir halt in die andere Richtung entkommen. So. Ihr fragt euch, was ist hier geschehen? Ich frage mich dasselbe. Willkommen zurück zu Shadow Tactics. Ich habe mich schon mal ein bisschen von dem toten Mugen aus nach Süden bewegt über diese Karte. Die kennen wir ja an sich schon von einer der ganz frühen Folgen. Aber jetzt sieht sie halt ein bisschen anders aus. Und ich gebe ehrlich zu, dass ich sie erst sehr spät erkannt habe, dass wir das ja eigentlich alles schon mal gemacht haben. Hier nur rückwärts, da wollten wir über die Brücke und nicht... Naja, also, wir wollen jetzt auch über die Brücke, aber in die andere Richtung. Ist ja auch egal. Ja, ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, weil meine Aufnahme der letzten Folge, die ungefähr 15, 17 Minuten lang war, einfach kaputt gegangen ist. Völlig ohne Grund. Fraps hat mich angelacht und gesagt, du dachtest, du hast aufgenommen. Ha, lol. Da ist auch eine Datei, die ist richtig groß, irgendwie 30 Gigabyte, aber da ist nichts drauf. Nur schwarz. Schade. Wir probieren es jetzt nochmal. Ich habe hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Hier oben dieser gesamte Bereich ist schon von, ich glaube, vier Feinde waren hier, vier Wächter. Die habe ich alle schon umgebracht mit Aiko. Die steht jetzt hier gerade unten und unterhält sich, um die Zeit zu überbrücken, bis ich hier fertig bin mit Labern. Die konnte sich da ja anschleichen an die Leute und einen nach dem anderen im richtigen Moment, wenn kein anderer hinguckt, abmeucheln. Sie hatte ihre Verkleidung, das heißt, keiner merkt's. Ja, und jetzt will ich gerade mit Hayato über die Brücke kommen, damit ich... Ja, mache ich ja schon. Damit ich mir meine Waffen zurückholen kann. So, jetzt muss ich nur schnell laufen, damit die Fußspuren relativ schnell wieder verschwinden, bevor die drei umdrehen und das sehen könnten. Aber die sind ja jetzt schon wieder weg. Also mache ich mir keine Sorgen.
So, jetzt haben wir das Schwert. Hä? Going. Wo ist denn jetzt das Schwert? Swordwork. Gott sei Dank. Gut. Gut, das Schwert ist wieder da. Jetzt holen wir uns noch den Wurfstern zurück. Another question, if I may. Mein. Aha. Die Vollausstattung. Sehr gut. So, dann würde ich vorschlagen. Kenjutsu. Okay, ach, der wird gesehen. Na gut, dann machen wir das so nicht. Der wird gesehen. Und ich habe natürlich nicht gespeichert, weil ich einfach sehr, sehr dumm bin. Mann. So ein Mist aber auch. Naja gut, ihr habt ja gerade 15 Minuten verloren, dann gebe ich euch jetzt mal 2 Minuten Wiederholung von dem, was ihr vor einer Minute gesehen habt. Ist das nicht toll? Schwert. Swordwork again. Gut. So, dann holen wir noch den Wurfstern. Ich speichere jetzt schon mal. Muss ich nur noch die Hälfte nochmal machen, falls ich es wieder verkacke. So. Mein. Okay. Gut. Ich kann auch an sich hier hingehen. Aha. Going. Please tell me more. So. Gut. So, dann gucken wir mal, wie wir jetzt die Leute, sind das hier Verbündete oder sind einfach nur Zivilisten? Ah, dumme, verdammte Zivilisten. Another question, if I may. Der hämmert da immer, oder was? I hate this. Sensei. I hate this. May I ask another question? I'm not scared. Silence! Kneel beside the so. I have to. Oh, that reminds me. Ach Mann, das nervt doch. Dieser dumme Zivilist. Alter, was willst du eigentlich? Jetzt wirklich mal. Siehst du, ich hab's nämlich schon wieder verkackt, tatsächlich. Mann. Mein. Ich bin doch immer ein bisschen durch den Wind, weil ich jetzt hier 20 Minuten umsonst aufgenommen habe. Das nervt immer so ein bisschen. Wenn es ohne ersichtlichen Grund irgendwelche technischen Gründe gibt, warum das nicht funktioniert mit dem Scheiß aufnehmen. Ist manchmal ein bisschen ärgerlich. Sogar ziemlich oft. Eigentlich immer, wenn es so ist. So, jetzt... ja. Die drei bewegen sich hier immer hin und her. Der Typ überblickt leider den da. Aber das heißt ja, eigentlich könnten wir den Typen hier weglocken. Dann kann Aiko nämlich woanders hin. So, indem ich eine Falle lege. Das könnte man ja machen. Dass wir den da einfach... Ich hoffe, der kommt durch die Tür. Please, you are most kind. Flöt. Go. Und vielleicht mal die Leichen hier ein bisschen um die Ecke ziehen. Naja, ist egal. Okay. Ich dachte, vielleicht bleibt er dann stehen oder so direkt an der Tür, wenn er die Leiche sieht. Aber wurscht. Macht er nicht. Würde er niemals tun. Stupid. So, zack. Damit ist das schon mal geschafft. Das heißt, jetzt kann ich im Endeffekt wen als nächstes machen. Könnt ihr vielleicht die Typen hier mal anlabern. Warte mal, warte mal, warte mal. Hey du. Apologies. Ach, guck mal, jetzt reden die alle mit ihr. Okay. Super, das heißt, ich kann jetzt im Endeffekt... Der Typ hier hinten, warum läuft denn der da jetzt? Ist egal. Mein. Please tell me more. So, das heißt, wir haben den, sind wir schon mal los. Das hat also ganz gut geklappt. Jetzt muss ich eigentlich nur noch hier einmal rum den Typen da hinten töten. Jetzt muss ich ja nur noch den hier irgendwie erwischen. Und dann noch die 4 plus den Zivilisten. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich am dürfsten... Ach, da ist auch noch ein Zivilist da hinten. Oh, that reminds me. Right. Please, I beg.
Gut. Hätte ich mir auch denken können, dass der Typ nicht blind ist und den sieht. Ach man. Ja, da war hier der Dachfürst im Weg. So ein bisschen. Das ist doch gar nicht so doof. Dann kann ich doch jetzt hier rum. Hier kommt man nicht irgendwie. Ja, komm. So. Zivilist erledigt. Mache ich zwar nicht so gerne eigentlich, aber wir haben gerade Mugen verloren, da habe ich echt andere Sorgen. Have to improvise. May I ask another question? No straight path. Ja, okay. Ah, das mit den Spuren ist eine Sache, die ist eine Sache, another möchte ich sagen. If I may. Quiet, woman. Kenjutsu. May I ask another question? So. Komm, den jetzt wieder wegschaffen. Sie lenkt immer noch die drei Typen ab. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher, wenn da nicht drei so eine Please tell me more. Spackos rumrennen. How can I help you? Don't do this. Speichern wir mal. Mal gucken. Bis wo der läuft, ob ich den irgendwie mit dem Shuriken erwischen kann. Kann ich nicht. Sehr schade. Sehr schade. Ach Mann, jetzt ernsthaft? Ist da immer noch eine Ecke von dem blöden Wagen im Weg? Wie weit ist eigentlich die Reichweite von dem Ding? Weit genug. Ach Mann, es ist unmöglich, oder? Es ist immer was im Weg. Na gut, dann warte ich halt um die Ecke und scheiß drauf. No straight path. I did not know das durfte jetzt vom Winkel aber eigentlich nicht problematisch sein. So. Fuck you. Fuck you massively. I can't go there. Doch, kannst du. Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Please tell me more. Speichern. So, jetzt haben wir die drei Typen. Jetzt ist die Frage, wie schalten wir die am döfsten aus? May I ask another question? Und muss ich die überhaupt ausschalten? Das ist wahrscheinlich immer die entscheidende Frage. I don't understand. So, wir another haben noch question, if I may. Yuki. Yuki Yuzuki. An sich wäre es kein Problem, die Typen auszuschalten. Ich kann. Please, continue. Ich sollte nur vorher irgendwie den Typen hier töten. Was auch nicht so ganz einfach ist, weil der blöde Zivilist da ja immer noch daneben steht. That reminds me. Yes. Quiet woman. Der sieht ja jetzt so ziemlich alles hier irgendwie, ne? Wo geht's dahin? Über die Brücke müssen wir gar nicht. Aber kann ich den jetzt nicht hier zum Beispiel irgendwie locken, indem ich Spuren lege? Komm. Okay. Das war dann eher nicht so schwer. Wo ist mein Freund? Jetzt bin ich ganz alleine. Traurig. Es war eine der längsten, langanhaltendsten Freundschaften in diesem Spiel. Also bis auf vielleicht Aiko und Mugen oder so. Ihr Schweine habt Mugen auf dem Gewissen. Ist mir völlig egal, dass ihr damit direkt gar nichts zu tun hattet. Und wie ihr aus meiner Sicht alle was damit zu tun habt. Ihr seid alle Mörder. Alle Wächter sind Mörder. So. Swordwork. Oh, zack. Is that so? I don't like this. Don't think. Be brave. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch. We must take a life. Please. Zack. Das hat erstaunlich gut funktioniert, möchte ich sagen. I feel tired. Komm mal rüber, Alter. Alter. My friend, you must help us. Kuma kann auch mitkommen. Speichern wir mal. So. I'll get him for this.
Gut, wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen hier runter. Da steht ein Samurai, das ist nicht so gut. Wie kommen wir da jetzt am dürfsten? Da kommen wir doch alle durch, oder? Können wir ja mal probieren. Hier in die Höhle rein. So, der läuft immer hin und her. Der guckt in Richtung der Höhle. Höhle, Höhle, Höhle. Hier drüben kommen wir da irgendwie runter. Hier könnte man halt runterklettern. Habe ich irgendwie die Aufgabe, die Leute zu befreien? Nee, ne? Na dann, machen wir das auch nicht. Habe jetzt gerade andere Sorgen. Also gut wäre es, wenn wir den irgendwie gekillt kriegen würden. Täten. Tuten. Mal hier hoch vielleicht. Vielleicht können wir von da aus ein bisschen mit dem Schnippergewehr wegschnippern. Da haben wir an sich noch 4 Schuss. Also da sollte eigentlich ein bisschen was möglich sein. Warum trifft der nicht? Ach, komm. Weil es dann zu einfach wäre, Dennis. Weil es dann zu einfach wäre. No, this is not over. Das ist noch nicht vorbei. So, ich kann mich doch auch hier oben auf die Brücke stellen. Ist zwar für einen echten Sniper wahrscheinlich nicht so eine gute Idee, sich auf eine schwankende Hängebrücke zu stellen. Hat keiner gemerkt. Hat keiner gemerkt. Und den kann ich von da oben theoretisch auch abknallen, aber das reicht ja nicht. Ich muss den ja dann auch noch aufschlitzen. Das machen wir mit Hayato, würde ich sagen. Erstmal speichern. Dann vielleicht ziehen wir hier noch die Leichen mal in Sicherheit. So, und schon hat es keiner mehr gemerkt. Den hier irgendwo ablegen. Den nehmen wir auch noch ein bisschen in Sicherheit. Also, falls sicher für jemanden bedeutet, dass er tot ist und irgendwo rumliegt. So, und jetzt kommen ja die zwei Typen hier da lang. Das heißt, ich muss den Samurai nur kriegen, bevor die wieder da sind. Was sieht der hier? Der sieht nicht den Samurai. Der kann gar nicht so weit gucken. Kurzsichtiger Trottel. Yuki-chan, we should keep moving. I'll get him, Julius. We should keep moving. Kenjutsu. Final. Zack. Und Samurai wird weggeschafft. So mögen wir das. Schön mit Ö. Und down with you. Yeah. Gut. Das heißt, es ist nicht mehr weit, nur noch ein paar Meter. Und noch ein Samurai, na super. An sich wäre es wahrscheinlich schlau, doch nochmal hier hinten hinzugehen und den Typen zu killen. Dann machen wir das doch mit Yuki Lele. Und wir können ja parallel dazu mal mit dem alten Mann... Der alte Mann und der Bär. Ach nee, das hieß irgendwie anders. Der kann ja mal wieder zurück in die Höhle stiefeln. I won't. Beside the others. Almost there. Das ist eine Verbündete, das heißt, es ist Wurscht die Wurscht Wurscht. Wenn sie das sieht. Scared. Stupid. You're welcome. So. Der Alte kommt mal hier durch, kann sich hier mal neue Muni holen. Wenn sie schon mal rumliegt, dann sollten wir sie auch mitnehmen. Use these wisely. Use these wisely. Gut. Of course. Ach so. Wäre vielleicht ganz gut, die zwei Typen hier hinten zu erwischen, wo jetzt ja momentan auch nicht mehr... wo sie ja nicht mehr gesehen werden. Steady. Aber den Typen so erschießen und irgendwie gucken, dass wir mit Hayato den anderen kriegen. Besten, wenn sie außerhalb der Reichweite von dem hier sind. Kommen sie überhaupt jemals aus der Reichweite? Aha. Ja, kommen sie. Right. Aiming.
Last shot. Reloading. Not yet. Problem gelöst. Alright. So, das sind nämlich die zwei, die patrouillieren. Zwei Leute, die patrouillieren, sind schon immer ein Problem. Und drei sind noch schlimmer, aber zwei können auch schon echt ärgerlich werden. Und genau, dann würde ich sagen, können wir die mal wegpacken. Und es sind ja an sich nur noch wenige Meter. Yuki kann den Typen hier erledigen. Der wird von niemandem gesehen, glaube ich. Nee. Not now, Yuki-chan. There is no time for grief. So. Keiner hat's gemerkt. Keiner hat's gemerkt. I'm not scared, little man. Thank you. Zack. Quick. Must be quick. No more blood. So, den Zivilisten, den können wir noch niederschlagen, damit er keine Probleme macht. Wahrscheinlich macht er jetzt erst recht Probleme, wenn er wieder aufwacht, der Dödel. Wo ist sie denn? Sie kann da mal durch. So, die beiden kommen mit runter. Hayato kommt auch mit. Hayato! Hayato! Okay, so, jetzt müssen wir nur noch die beiden Typen erledigen. Sollte doch eigentlich irgendwie machbar sein. Wo ist Yuki? Yuki, Yuki, Yuki. Sure. I don't understand. Sharp. Alter, ich wollte dich eigentlich am Leben lassen, aber du lässt mir keine Wahl, wie so oft. Wie so oft keine Wahl gelassen. Dann bringe ich mich schon mal in Position. Le Position. Und ja, ich werde auch diese beiden Typen noch töten. Ja, okay, Problem gelöst, ey, ganz ehrlich. Zack. Au. Ja, mein Gott. Das bisschen Lebensenergie. Damit komme ich jetzt klar. So, geschafft. Und zwar in einer Folge, was ich vorher in zwei geschafft hatte. Stimmt ja gar nicht, ich hatte ja schon vorgespielt. Die verlorene Folge, die war ja auch eine Viertelstunde lang. We have made it. Not all of us. He's still up there. Hush, Yuki-chan. There is nothing we could have done. What now? We must wait until an opportunity presents itself. It will give us time to recover our strength. For now, I suggest we leave this awful place. Ja, da bin ich sehr dafür. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass wir jemals unsere Stärke wiedergewinnen. Denn Mugen war der stärkste von uns. Buchstäblich, nicht sprichwörtlich. Vielleicht auch sprichwörtlich. Wir haben alle Gegner getötet. Cool. Hol dir nichts von deiner Ausrüstung zurück. Okay, und wie soll es dann weitergehen? Also, interessant. Keine Verkleidung, schließt die Mission unter 25 Minuten ab. Also so schnell kann man gar nicht sein bei der Mission. Ich glaube, 25 ist schon mit das Längste, was wir bisher hatten. Ja, na gut, Leute, wir machen Päuschen nächstes Mal, dann nächste Mission ohne Mugen, leider. Bleibt mir trotzdem gewogen. Bis dann. Ciao.